Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner mit der Tasse hier, das ist der Daniel und ich bin der Sagi. Wie immer heute, ne? Nur die Guten. Ja. Wir haben heute den 30. Januar und heute haben wir ein Geburtstagskind. Ach komm. Da bist du Fan von. Ja, sag mal. Ja. Philippe der Sechste. Ach ja, der König. Ja. König von Spanien heißt eigentlich Felipe Juan Pablo y Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Kannst du wiederholen? Oh mein Gott. Ja, egal. Jedenfalls ist das der König von Spanien. Wundert mich, dass die Maria nicht weiß. Normal haben die immer noch mal Maria. Maria. Ja, irgendwo heißen die Maria Mercedes. Ja, so heißen die immer zwischendurch. Ja, seit 2004 ist er der König von Spanien, seit der Abdankung seines Vaters Juan Carlos, der Erste, der hier auf Elefanten-Ping-Ping gemacht hat. Ja, ja. Ja. Geboren am 30. Januar 1968 in Madrid. Madrid, sagen ja die Spanier. Die sagen nicht Madrid, sondern die sagen Madrid. 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 Deswegen auch Madrid. Dieses, die sagen, das D hört man kaum noch. Madrid. Ja. Ja, ist ja wurscht. Ja. Das war der 30. Januar und du hast am 30. Januar noch einen anderen Fakt zu bieten. Exakt 20 Jahre vorher. Und zwar 1948. Der Schweizer Bundespräsident Enrique Zelio eröffnete die Olympischen Winterspiele in St. Moritz. Deutschland und Japan wurden schön außen vor gelassen. Klar, es war kurz nach dem Krieg. Ja. Ansonsten hatten die Spiele ihren Verlauf. Ja. Und am 30. Januar haben wir noch einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Jeder vierte Amerikaner denkt, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Okay. Ja. Also 25% der Amerikaner sind unaufgeklärt. Nee, blöd. Achso, ja, kann auch sein. Aber ist krass, ne? Also tatsächlich, jeder vierte Amerikaner ist irgendwie noch nicht so ganz auf dem Damm. Ja, fällt mir jetzt nichts so ein, zu geistreich. Also ist aber tatsächlich so, dass in Amerika, ich war ja schon in den USA gewesen, dass du manchmal irgendwie so denkst, so, hä, was erzählt ihr denn da? Zu verschiedensten Themen. Tja, ich hätte jetzt eine Mutmaßung, woher das kommt, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Würde zu weit führen. Kannst du es kurz anreißen? Ja, ich kann es kurz anreißen. Die Amerikaner sind einfach zu medial geprägt und die Medien sorgen immer wieder mal für Falschmeldungen. Die Amerikaner haben aber auch eine sehr hohe Impfdichte und ich bin der Meinung, dass man mit Impfen, bin Impfgegner, das kann ich ruhig so sagen, glaube ich, mit dem Impfen IQ-Punkte verliert. Ja. Die Amerikaner sagen ja auch immer, Milch ist gesund. Es ist ein Paradoxum in sich. Guck mal, der Pro-Kopf-Verbrauch an Milch ist weltweit der höchste in Amerika. Die haben aber auch den weltweit höchsten Osteoporose-Anteil in der Bevölkerung. Passt ja gar nicht zusammen. Osteoporose ist Kalziummangel. Wenn sie so viel Milch trinken, wie kann das denn sein? Und das ist so ein bisschen, ja, die kriegen halt so alles schön durch die Medien. Aber ich trinke da auch gern Milch. Hast du Osteoporose? Nein. Kommt noch. Ja. Was ist denn Osteoporose überhaupt? Das ist eine Gelenksverkalkung oder Kalziummangel. Oh, manchmal merke ich es, glaube ich. Ja, es ist. Aber Kalziummangel durch Milch, sagst du ja, jetzt? Ja, ja. Der Körper braucht sehr viel Kalzium, um Milch zu verstoffwechseln. Mehr, als da eigentlich drinsteckt. Du bist ja voll der Angstmacher gerade jetzt hier. Ist so, glaub mir das. Alter. Ja, Milch ist nicht gesund. Solltet ihr nicht trinken. Trink Ziegenmilch, die kann man trinken. Ah, Ziegenmilch? Ziegenmilch geht. Hm? Sehe ich doch nach Ziege, oder? Das kommt drauf an, welche. Ja. Also die von der Ziege halt. Ja, ich hab mal eine kleine Anekdote am Rande. Meine Frau hat mir ein Stück Ziegenkäse mitgebracht und sagt so, oh, Schatz, hier, Ziegenkäse extra für dich, habe ich heute geholt und toll und bla und blub. Ich beiß da rein, ich habe echt gedacht, ich beiß der Ziege ins Hinterteil. Also, übelste Sorte, man muss da echt aufpassen, was man kauft. Aber wenn man das Richtige gefunden hat, was mittlerweile der Fall ist, geht es auch ohne Kuhmilch. Also, ich bin gespannt, was die Kommentare jetzt zu diesem Video sind, was der Daniel so gesagt hat. Osteoporose, Kuhmilch, Arthritis, Arthrose. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Schreibt das doch mal in die Kommentare rein. Oder was denkt ihr zu dem Thema? Mich würde es interessieren. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Daniel kam jetzt um die Ecke damit. Ist auch manchmal so bei Daily, dass wir einfach abschweifen und irgendwas erzählen, was uns gerade einfällt. Gerade was das Thema jetzt angeht, in Bezug auf jeder vierte Amerikaner denkt, dass die Sonne sich
um die Erde dreht. Stimmt ja auch. Also die restlichen drei Viertel sind doof. Ich sag bis morgen und ich bin echt gespannt auf die Kommentare. Cheerio, Miss Sophie.